Good morning, Mates. Back into the new trading week. Das haben wir diese Woche auf der Uhr. Heute mit dem Blick in den Silbermarkt. Wir schauen heute auch auf das Währungspaar Euro-US-Dollar. Und dann schauen wir noch mal so ein bisschen auf den DAX. Da gab es ja letzte Woche den hammermäßig starken Ausbruch aus der Konsolidierung. Die Seitwärtsphase, die haben wir ja miteinander besprochen. Das ist Trendtechnik und Marktlesweise par excellence. Ich freue mich riesig, dass das Thema dort auch so gut aufgeht. Ich freue mich für all diejenigen, die das Ganze vielleicht im kurzfristigen Ausbruch getradet haben, aber auch für diejenigen, die solche Sachen in den Swing Trades mitnehmen. Das ist auch das, was ich meinen Klienten in meinen Ausbildungen immer wieder lerne. Man muss das Ganze nicht nur im Daytrading machen, sondern man kann damit auch gutes Geld als Swing Trader nebenberuflich verdienen. Deswegen zeige ich hier morgens auch immer wieder Dinge, die wir im kurzfristigen sowie auch im mittelfristigen Trading mit nutzen können. Das, wie schon gesagt, hier jeden Morgen live um 8 bei Tickmill. Wer das in der Aufzeichnung sich jetzt anschaut, wer mag live dabei zu sein, hat natürlich auch den Vorteil, die ein oder andere Frage zu stellen. Und von meiner Seite her an dieser Stelle wie immer die riesengroße Bitte, jetzt gleich auf das Like-Knöpfchen drücken hier auf Facebook oder auch später dann auf dem Stream bzw. der Aufzeichnung auf dem YouTube-Kanal. Das würde mich sehr freuen. Zeigt der Welt, was wir hier tun und die tollen Sachen, um mehr Geld ja auf die angesparten oder ertradeten Portfolien zu verdienen, als es hier die deutschen Banken aufs Sparbuch geben. Dafür ist das Ganze nämlich sehr, sehr gut geeignet. Wir starten durch jetzt, wie immer, mit dem Risikohinweis. An dieser Stelle bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Jetzt sehe ich gerade, die Kamera, der Autofokus. Hier war es gerade neblig im Büro. Heißt also an dieser Stelle, das müssen wir im Blick haben und deswegen ja das Ganze wie immer auch besprochen. Und dann geht es zur Tagesvorbereitung mit den Tagesnachrichten. Es ist Montag, Leute, da ist nicht ganz so viel an dieser Stelle los. Das heißt, Entspannung in den Tag hinein. Die Nachrichtenseite kommt erst diese Woche ein bisschen, wobei wir so wahnsinnig viele Nachrichten diese Woche nicht haben, aber einiges ist doch dabei. Und jetzt zum Wochenstart auch sehr, sehr schöne Nachrichten aus Japan. Ja, haben wir ja immer mal auf der Uhr. Hatte zuletzt immer mal so ein bisschen geschwächelt, aber heute Nacht wirklich tolle Nachrichten der Wirtschaftsseite gebracht, wenn wir uns mal die Handelsbilanz von Japan anschauen, dann sehen wir, die ist doch ordentlich gewachsen von 2,15 Billionen auf 663. Das ist mal eine Hausnummer. Das ist auch deutlich mehr, als die Analysten erwartet haben. Wir sehen es auch, das Thema der Exportsteigerung. Die japanische Wirtschaft ist exportlastig und wir sehen es. Es zieht an. Das sind die Daten für den März plus 16,1 nach einem Rückgang von minus 4,5% im Vormonat. Eine Sache wird der Kritiker jetzt sagen, naja, das ist doch aber eine Steigerung auf den niedrigen Zahlen. Ich sage aber an dieser Stelle, Leute, so fängt es an, ja? Das sind die kleinen Dinge. Wer sich Geld beiseite legt, der wird das auch sagen. Meine Oma hat immer schon gesagt, nimm von jeder Mark, die du verdienst, 10 Pfennig, legst du zur Seite und am Ende hast du ein ordentliches Polster. Und genau so funktioniert das auch in der Wirtschaft. Es kommt zwar von kleinen Schritten, aber hey, das wächst. Und das ist ja das Wichtige. Und die Weltwirtschaft erholt sich. Und das ist das, wo wir Stück für Stück jetzt sehen werden. Die Dinge, die wir hier auch in den edukativen Parts immer mal wieder besprechen, dass wir sowas haben. Zum Thema Education gerne auch hier an dieser Stelle gehen wir immer wieder edukativ auf Wunschthemen ein. Das heißt, wer ein Wunschthema hat, bitte rein in die Chats. Ich nehme sowas immer mal wieder am Freitag unter die Lupe. Also das, was man hier gerne mal kurzzeitig besprochen haben möchte, gerne auch rauf. So wie wir hier jetzt zum Beispiel gerade die Frage bekommen, wie schätze ich Silber ein? Silber habe ich ja gestern auch im Research am Sonntag eine Studie veröffentlicht, das Research dazu gemacht. Wer das gerne noch lesen möchte, der schaut nachher einfach mal auf der Website von Tickmill vorbei. Wer die noch nicht kennt, kann ich mal ganz kurz zeigen hier an dieser Stelle. Kurzen Augenblick. Da muss ich nur mal hier ein neues Fensterchen öffnen und dann gehen wir hier mal auf die Tickmill-Seite. So, ziehe ich mal rüber. Also, wer das noch nicht kennt, einfach Tickmill besuchen, hier Tickmill
Da gibt es zwei Seiten, die europäische und die britische. Je nachdem, was man traden möchte, kann man sich aussuchen, wo es dann hingehen soll. Und da gibt es dann hier den Block und auf den Block geklickt an dieser Stelle hat man entsprechend hier die Daten da. Wie schon gesagt, ich hatte gestern eine kleine technische Herausforderung, deswegen habe ich das Research am Sonntag nicht auf Tickmill veröffentlichen können. Auf den anderen Webseiten habe ich das Ganze auch geteilt. Aber wie schon gesagt, wer sich das Ganze anschauen möchte, auch die Aufzeichnung von hier, die haben wir immer da. Das Ganze hier einfach mal rein in den Chat auf Zoom. Zack, haben wir es da. Und auch hier an dieser Stelle auf Facebook. Jetzt muss ich nochmal schauen. Facebook zeigt mir hier gerade nicht an, dass ich posten kann. So, der Chat ist weg. Naja, gut. Dann kann ich das jetzt leider hier nicht eintragen. Doch, da haben wir es. Zack, einmal rein. So, jetzt ist Facebook auch versorgt und wir können weitermachen mit den Märkten. Und das Silber ist der Peak of the Day. Das heißt, das schauen wir uns jetzt mal im Detail auch an. Gerne auch, wie schon gesagt, den ein oder anderen Wunschmarkt hier rein. DAX und Euro, US-Dollar haben wir heute auch noch in der Vorbereitung mit drinnen. So, also hier haben wir schon den Euro. Ich würde sagen, wo wir ihn gerade haben, schauen wir ihn uns an. Wir hatten es letzte Woche besprochen am Freitag. Der Euro steht immer noch an einem Extrem oben drinnen. Und zwar hier, schaut es euch an, dass der große Abwärtstrend, den wir hier haben, ich mache auch gleich mal noch das Fenster wieder so groß, dass es an dieser Stelle jeder direkt auch sehen kann. So, zack, teilen. Da haben wir es da. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen hier auf Basis des Tages im Euro, dann sehen wir hier an dieser Stelle sehr, sehr, sehr schön hier. Das ist der Abwärtstrend, das ist der große, was wir hier haben, was das System hier anzeigt. Und auch hier, wenn wir es mal im Kleinen machen, schaut mal hier oben. Dieser Bereich hier, diese Marke knapp unter der Marke von 1,20, 1,1990, das ist das Level, wo wir hier ein Mehrfachtop mittlerweile haben. Hier angestoßen, angestoßen. Hier sind wir jetzt auch so, dass wir noch nicht runter wollen. Aber wir haben eine etwas andere Situation im Moment. Wir sind hier weit reingelaufen und im Kleinen, schaut euch das mal an, haben wir hier auch einen Trend, der nach oben läuft. Also diese blaue Linie hier ist auch trendförmig am Laufen. Und das macht die Sache so ein bisschen anders als hier drüben. Hier ging es rauf, direkt runter, rauf, direkt wieder runter. Jetzt verharrt der Markt hier oben. Es ist eine Entscheidung zu treffen. Und diese Entscheidung, die hier zu treffen ist, die ist noch nicht getroffen. Die Entscheidung heißt, geht es direkt hier oben drüber? Dann haben wir auf der reinen Tagesbasis durchaus die Chance, dass dieser Widerstand nachhaltig rausgenommen wird und wir uns hier oben im Bereich um die 1,21 orientieren. Das ist die Oberseite. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Also ganz genau hinschauen, was am Widerstand oben passiert. Aber wir sind momentan halt in einer Unsicherheitslage drinnen, wenn wir uns das mal anschauen wollen, was wir hier haben. Ich mache mal ganz kurz den Chart noch ein Müh größer. Schaut mal, wir haben hier oben die steigenden Hochs und wir haben hier unten fallende Tiefs. Das ist eine klassische Trompete, ja, und oder Megafon oder wie auch immer man das nennen möchte. Fakt ist eins. Sowas ist immer schlecht. Immer schlecht, wenn man einen Markt traden möchte, der uns eine klare Richtung vorgibt. Und die Tatsache, dass wir hier unten fallende Tiefs haben, sagt uns, dass die Händler immer später anfangen zu kaufen. So, und hier oben ist halt, naja, da ist der große Widerstand. Und das ist halt die große Frage, wie löst sich's auf? Dass die Tiefs hier immer, immer tiefer fallen, ist eher ein bärisches Zeichen. Das heißt, das ist so ein bisschen die Situation. Ein Seitwärtslauf, den wir hier haben, wo der Markt immer mal unten versucht abzulupfen, was so los ist. Und wenn wir uns das Thema mal im 4-Stunden-Chart auch anschauen wollen, schaut mal hier rein, da haben wir die Situation gegeben. Hier, das ist der Unterstützungsbereich unten um die Marke von knapp 1,1950. Also hier das Low, drauf, hoch, kurz drunter, wieder hoch. Das ist die Unterseite. Und bei der Oberseite sehen wir es, da traut sich der Markt nicht so richtig drüber. Also da ist der Deckel schon drauf. Und da ist jetzt die Frage, was wird aus dieser Range? Denn wir haben jetzt hier eine astreine Trading Range, die sich hier ausbildet auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und das kann halt dazu sorgen, dass der Markt nach oben oder nach unten ausbricht. Und das ist jetzt die Tatsache, die vielleicht kurzfristige Trader auch interessiert, dass man sich einfach sagt, man versucht mal den Lupfer oben drüber oder den Lupfer unten drunter und das Ganze dann zu traden. Wenn man mich fragt, an dieser Stelle sehe ich halt immer noch den Euro als die schwächere Währung an im Vergleich zum US-Dollar. Aber der US-Dollar, der ist halt in seiner, sage ich mal,
wie soll ich das sagen, der ist immer noch in seiner korrektiven Phase. Und beim Euro-US-Dollar, da muss ich jetzt nochmal ganz kurz hier die Futures auch bemühen, die Währungsfutures, das ist eine Sache. Es ist nicht einerlei, weil im Normalfall, also so im ganz, ganz klassischen Bereich, ja, hat man so, wenn man beide Währungspaare hat, hat man entweder zwei schwache oder zwei starke oder eine starke und eine schwache, das, was man hier an dieser Stelle hat. So. Was wir jetzt allerdings haben, ist, also wenn ich das mal so sage, im Optimalfall hat man eine Währung in einem Aufwärtstrend, die andere Währung in einem Abwärtstrend. So. Was wir jetzt hier an dieser Stelle sehen, bei dem Währungspaar Euro und auch beim US-Dollar, ich hoffe, das kommt in der Sendung hier über den Bildschirm ein bisschen rüber. Es sind die Situationen, wie wir sie unten haben. Und zwar ganz, ganz klassisch zu sehen, Moment, ich muss mal hier kurz das Zeichentool mit anpinnen, dass wir es irgendwo drin haben. Schaut mal, worauf es mir ankommt. Hier unten ist ein Supportbereich. In der ganz klassischen Trendtechnik hier, das ist der große Ausbruchsbereich, der kommt auch von hier drüben im US-Dollar. Das heißt, der US-Dollar ist weiterhin verortet in einem Aufwärtstrend. Wenn wir uns den Euro anschauen, ist der verortet in einem Abwärtstrend und dieser steht hier oben am Extrem. Der Dollar hat noch ein bisschen Platz, bis er unten am Extrem ist. So, das heißt, der Euro-US-Dollar, also der Euro auch an sich, ist deutlich weiter in die Korrektur gelaufen, als das momentan beim US-Dollar ist. Das heißt, an dieser Stelle ist das so ein bisschen so der Knackpunkt, wo man sich sagt, okay, wenn sich jetzt hier ein Boden bildet, könnte sich hier ein sauberer Deckel ausbilden. Und selbst wenn der Euro hier mal drüber schießt und der Dollar allerdings nicht aus dem Abwärtstrend raus, aus dem Aufwärtstrend rausgeht, hat man so ein gewisses Überborden. Und das ist für mich so ein bisschen die Gefahr zu sagen, okay, yippie, Schweinebacke, jetzt geht der Euro-US-Dollar durch die Decke. Der Dollar geht nachhaltig in die Knie nach unten hin, sieht wieder hier die Kurse Richtung 90 unten reinlaufen. Soweit ist es noch nicht. Und diese Tatsache ist halt der Punkt, wo ich sage, da muss man jetzt ganz genau hinschauen, was hier an diesen Stellen passiert. Wie schon gesagt, In-Range-Trader, den tut es den Gefallen, von unten nach oben, von oben nach unten zu traden. Das dürfte durchaus interessant sein. Die Swing-Trader an sich, Unterseite bzw. Oberseite, das ist das Wichtige, was wir jetzt hier haben. Und da sieht man auch schon ein paar Nuancen, wenn wir in die kleineren Zeiteinheiten reinschauen. Wenn ich hier in den Morning Briefings übrigens in diese ganz kleinen Zeiteinheiten reinschaue, bitte nie vergessen, wie meine Trading-Markt-Lesweise ist. Ja? Tag, Stunde bzw. Tag im 24-Stunden-Markt und da direkt die drunter liegende Zeitrahmen ist ganz klar der 4-Stunden-Markt. Wir schauen jetzt hier in den 5-Minuten-Markt rein. Das heißt, da hat der Tag für die 5 Minuten im Intraday-Trading überhaupt nicht die Relevanz, wie die 4 Stunden haben. Wenn wir uns die 4 Stunden auch anschauen, wir sehen in den 4 Stunden, sehen wir einen aufwärtsgerichteten Markt. Der Aufwärtstrend ist momentan absolut intakt. Die Umkehrproblematik haben wir allerdings auch da. Ne? Also das ganz klar muss man hier an dieser Stelle sehen. Aber wenn wir jetzt mal in die 5 Minuten reinschauen, die können wir natürlich nehmen und sagen, was passiert denn jetzt? Wir kommen jetzt ziemlich stark von unten rein und wir sehen in den 5 Minuten auch sehr, sehr gut, dass wir hier in diesem Bereich, in dem wir gerade verharren, durchaus ein Widerstandslevel haben, beziehungsweise hier drüben war es das Supportlevel, wenn wir drüber bleiben, bleibt es der Support. Hier der massive Abverkauf, der ist jetzt komplett korrigiert, wenn wir das mal so haben und jetzt strömt der Markt so in einer sehr, sehr starken, hier wir sehen es, eine sehr, sehr starke Moment, Phase strebt er nach oben. Nächster Anlaufpunkt hier auf der Chart-Oberseite wäre mal hier oben dieses Schwunglevel so grob um die Marke 1980 bis 19, was haben wir hier oben? 1983 haben wir hier oben liegen. Dieser Bereich hier oben, das wäre mal ganz, ganz klassisch der Anlaufpunkt zur Oberseite, das nächste Ziel und danach folgt, das ist dann mitten hier im Widerstandslevel oben rauf hier, da kann ich das mal ein bisschen nach oben ziehen hier. Die Marke von knapp 1994. Das ist das, was wir im Euro-US-Dollar auf der Oberseite haben, im Kleinstbereich. Und jetzt stehen wir halt hier, wir sehen halt hier auch die Range. Ne? Oben hier ist der Deckel drauf, unten ist so der Boden, der untergeordnete Schnapper unten drunter wird sofort wieder aufgekauft. Es wird hier interessant, weil der Tag ist übergeordnet nicht long, sondern eher short. Die 4 Stunden laufen noch nach oben, aber wenn dort der Bruch kommt, kriegen wir ja die Umkehr für die Short-Seite.
Und das, was wir entsprechend hier auf der Tagesbasis momentan sehen, ist halt diese Unentschiedenheit. Und wenn diese sich durchaus zur Unterseite rauf oder rauskauft, dann sehen wir, kriegen wir oben wieder den Abverkauf. Und da lohnt es sich jetzt wirklich, wirklich hinzuschauen, was der Markt da oben macht. Also dort dann wirklich gerne mal in den 5-Minuten-Chart reinzuschauen, wer direkt davor sitzt und schaut, kommt denn irgendwo Schwäche rein, dann kann man durchaus ein bisschen nach unten lupfen. Und wenn es nachhaltig wird, dann hat man die Umkehr. Nachhaltig heißt allerdings, wir müssen unten drunter unter diese alten Tiefs. Und da sieht man auch hier visuell, wie viel Weg da ist. Ansonsten halt das klassische Range Trading. Wenn wir oben reinlupfen und wieder umkehren, dann kriegen wir die Umkehrsignale und die können wir dann in die Short-Richtung traden. Das ist für den kurzfristigen Trader durchaus interessant innerhalb der Range. Wer mag, für wen es sich lohnt, gerne einfach dort mal zufassen. Wie schon gesagt, wichtig ist, nicht irgendwo drinnen reinpacken, sondern an diesen Stellen, wo es wirklich sich lohnt zu schauen. Da ist ein Widerstand, wenn am Widerstand plötzlich Schwäche reinkommt, tradet man den Abprall, genauso wie bei einer Unterstützung. Wenn an der Unterstützung plötzlich Stärke reinkommt, dann tradet man auch hier den Abprall von unten nach oben. Und das ist das, wie es funktioniert. In diesem Lauf jetzt, wie schon gesagt, die nächsten Anlaufmarker haben wir da, haben wir entsprechend auch besprochen. Wer weitere Fragen hat, übrigens genau rein in die Chats. Ich sehe das gerade hier auch auf Facebook, da kommen auch die guten Morgenmeldungen momentan rein. Wer eine Frage hat, einfach durch. Und wir gehen jetzt auf den Silbermarkt. Das heißt hier, wir hatten ja letzte Woche auch Gold besprochen und Gold zieht ja komplett durch. Ne? Gold, das hatten wir auf der Long- bzw. Short-Seite besprochen, wo wir gesagt haben, diese Marke hier, die 1755 ist entscheidend, das ist ein Widerstandslevel, prallen wir ab, müssen wir die Unterseite betrachten, da haben wir die weite Range, aber Pustekuchen, der Markt zieht hier ziemlich stark nach oben rauf und das nächste Anlaufziel im Gold haben wir ja auch im größeren Rahmen, hier oben die 1816. Und wenn wir uns jetzt mal den Silberpreis anschauen, da werden wir sehen, dass Silber durchaus noch ein bisschen mehr Potenzial zur Oberseite drinnen hat. Das heißt, hier an dieser Stelle sind die Marker noch ein paar andere, die wir hier drinnen liegen haben. Moment, ich mache mal diesen Chart ganz kurz sauber hier und dann packen wir uns das Ganze einfach mal rein hier im Tageschart und dann werden wir sehen, hier, guckt mal, das ist der größere Zeitrahmen, da ist der Markt durchaus verortet in einem intakten Abwärtstrend, aber im Kleinstbereich ist der Markt halt schon auch hier in einem Aufwärtstrend unterwegs. Hier im Lower Timeframe sehen wir es sehr, sehr schön. Wichtig ist halt eins zu bedenken im Silber. Wir haben hier oben das große, wichtige Trendhoch. Also hier oben, wo das Top liegt an dieser Stelle, das ist der Bereich, der ist jetzt extrem wichtig. Warum ist das so extrem wichtig? Schaut mal hier, ich lege den höheren Zeitrahmen nochmal rein. Das sind die Bewegungen, die Korrekturen des Ganzen. Und dieser größere Abwärtstrend ist halt erst gebrochen, wenn wir hier reinlaufen. Der aktuelle Markt ist in einem untergeordneten Abwärtstrend verortet. Ja, und wenn man mich jetzt fragt, was der aktuelle Trend im Silber ist, dann kann ich ganz klar sagen, der aktuelle Trend ist der, der hier läuft und der ist nun mal aufwärts gerichtet. Und hier haben wir alle Chancen zur Oberseite. Wir müssen aber wissen, dass dieser aktuelle Aufwärtstrend die Korrektur, der Korrekturarm dieser größeren übergeordneten Lage ist. Und dieser Markt ist halt eher zur Unterseite unterwegs, nachdem wir hier oben diese Höllenparty gehabt haben über die Marke von $30 für die Feinunze, da ging es dann ordentlich nach unten rein und wir sehen es halt auch hier unten, das Support-Level hier in diesem Drehbereich unten, das hat einfach wieder mal die Käufer in den Markt gelockt, aber der Trend ist deswegen definitiv noch nicht gebrochen. Das heißt, wenn wir uns den Silberpreis anschauen, kommt es auch immer ein bisschen drauf an, auf welche Seite wir uns hier legen von der Trading-Schiene her. Denn wir haben hier den Aufwärtstrend, der ist grün markiert, der ist richtungsführend. Der hat als nächstes die Chance, oben drüber zu laufen, hier. Also über das Hoch oben drüber und dann die Richtung weiter nach vorne wegzusetzen. Das heißt hier an dieser Stelle, wenn es hier über das Vorwochenhoch oder auch das Freitagshoch, das liegt bei 26,29 oben drauf, da drüber geht, setzt sich dieser Trend fort. Nächster Anlaufpunkt wäre dann die Oberseite hier oben am Zwischenhoch, wo ich diesen Widerstandsbereich oben eingezeichnet habe, der Verkaufsbereich da oben um die Marke von 26,63 in etwa rum. Das Hoch haben wir hier oben bei 26,627. Also das ist das Level oben drüber. Wenn der dann wegfliegt, dann ist der Weg nach oben tatsächlich deutlich weiter. Das heißt, der nächste Anlaufpunkt im größeren Rahmen wäre dann das vorhergehende Zwischenhoch, was wir hier drinnen sehen. Und das sehen wir dort oben liegen
im Bereich um die Marke von 28, 32 hier oben drauf. Bis dahin ist viel Luft und was da durchaus interessant sein könnte, wäre dieser Drehbereich, den wir hier haben, als der Markt von oben nach unten umgedreht ist. Ne? Da hat sich hier untergeordnet der Abwärtstrend gebildet. Das schauen wir uns gleich auch nochmal an. Das heißt, dieser Bereich ist durchaus ein relevanter Bereich hier so um die Marke von 27, 25 in etwa rum. Wer den Blog schon gelesen hat, ich mache das jetzt hier mit den Zahlen live. Ich merke mir die Zahlen nicht immer direkt. Das heißt an dieser Stelle, das sind so grob die Anlaufbereiche, die hier an dieser Stelle wichtig sind. Und manchmal besprechen wir in den Morning Briefings auch Sachen, die ich im Blog nicht mit drinnen habe, einfach weil die Menge an Daten, die ich dort entsprechend posten kann, natürlich ein bisschen begrenzt ist. Deswegen mache ich auch hier an dieser Stelle immer wieder die Morning Briefings hier. Und das ist das, was wir hier besprechen. Untergeordnet jetzt mal der Blick in die kleineren Bereiche rein. Das heißt, nach oben hin haben wir es da. Sollte es allerdings hier zum Abprall kommen, ja, dann wird die Unterseite interessant. Mit Blick auf den Tageschart haben wir da auch zwei Level drinnen liegen, wo wir drauf schauen können. Das wäre zum einen mal das Ausbruchslevel hier, als sich dieser Tagestrend auch gebildet hat, der Bereich knapp um die 25,62 rum, das wäre mal der erste Parameter, das wäre das Ausbruchslevel und das zweite wäre dann an dieser Stelle natürlich, wenn wir auf den Tageschart schauen, unten das Zwischentief knapp um die 24,70, die Marke hier auf Tagesbasis. Schauen wir uns das Ganze mal im Stundenchart an. Dann sehen wir hier schon die leicht einkehrende Schwäche, also nochmal kurz zurück zum Tag hier oben. Hier kam ja das Zwischenhoch, dann der erste Abverkauf und wir sehen es, das heutige Tagestief liegt deutlich unter dem Tief vom Freitag. Kam jetzt allerdings wieder Kaufstärke rein. Die Frage ist halt nur, wie geht es weiter und wer das Ganze planen möchte anhand der Zeiteinheiten, der sieht das halt hier. Schaut mal, das ist jetzt mal der große Aufwärtstrend vom Silber und was wir hier auch sehr, sehr schön erkennen können ist, der Bewegungsarm im Silber, das ist sozusagen dieser hier, der kleinere Zeitrahmen und das ist das, was wir hier sehen, die steigenden Hochs und die steigenden Tiefs, das sind die wichtigen Faktoren, die wir hier an dieser Stelle brauchen und das sind die Marker, die für uns jetzt relevant sind. Und wenn wir uns mal auf diesen letzten Bewegungsarm fokussieren wollen, aus dem letzten Bewegungsarm, der ist hier unten gestartet bei grob 24,70, das Low haben wir tatsächlich gehabt bei, wo war es, bei Low war bei 24,67,5. Von da aus ging es nach oben und wenn wir uns diesen Bewegungsarm mal angucken, aus technischer Sicht ist der tatsächlich gebrochen. Ja, das sehen wir sehr, sehr schön hier, das Zwischentief, das Trendhoch und jetzt schiebt es den Markt nach unten runter. Das heißt, das hier unten in diesem Drehbereich rum, das ist das aktuelle Support-Level, knapp die Marke von, wo haben wir hier das Tief unten drunter liegen? Das Tief haben wir liegen bei 25,74. Das ist das Thema Support hier unten rein, also dieser Bereich, dieser Schwungbereich hier. Der ist wichtig, wird der nachhaltig nach unten durchbrochen, dann ist es so tatsächlich, dass der Markt in die Gegenrichtung wieder einschaut. Und hier seht mal, das, was wir hier in Rot markiert sehen, ist der untergeordnete Trendverlauf. Und dieser untergeordnete Trendverlauf hat halt unten alles rausgenommen. Heißt also an dieser Stelle, kommt es zur Fortsetzung, dann wird es unten interessant an dieser Stelle. Und wie schon gesagt, das ist zwei Marker als nächste Anlaufpunkte auf der Unterseite gibt, haben wir im Tageschart schon gesagt. Der eine ist extrem nah, ja, den würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt als Trading-Ziel wählen, sondern als, sage ich mal, Bestätigung für oder gegen den Ausbruch. Also Bestätigung gegen den Ausbruch wäre halt, wenn wir jetzt nochmal oben rauflaufen und diesen kleinen Trend nach unten fortsetzen und hier sofort wieder Kaufstärke reinkommt, dann sehen wir hier, dann kriegen wir sehr, sehr schnell eine Entscheidung, no way, der Markt ist noch nicht bereit für die Unterseite. Aber wenn sich hier in diesem letzten Kaufbereich hier auf größerer Ebene weitere Käufe ausbleiben, das heißt der Markt hier direkt wieder abverkauft, das ist dann ein deutliches Zeichen dafür, dass der Markt nach unten möchte und was wir dann sehen, ist ganz klar, dann sehen wir die Schwäche kommen und dann wissen wir halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir an den Zwischentiefs der Korrektur quasi die Absicherungsorders erwarten können. Das bringt uns dann in die Situation zu sagen, okay, wenn wir hier bei 25,62 einen Abverkauf erleben sollten, dann nächster Anlaufpunkt hier unten, die Marke um die 25,18, 25,19 rum. Das sehen wir hier auch, das ist ein wichtiger Drehbereich, ein wichtiges Drehlevel. Ich nehme hier mal ganz kurz noch was mit runter hier an dieser Stelle. Also das mal rein hier.
Schaut mal, das sind so wichtige Drehbereiche. Also wenn ich von Drehbereichen spreche, das sieht so aus hier. Da hat der Markt Beachtung gehabt. Das kann ich sogar noch weiter rüberziehen. Das sehen wir aus der Historie. Und das ist mal hier auch ein Bereich gewesen, wo das Zwischentief war. Dann ging es wieder hoch. Das wäre mal der erste Anlaufpunkt auf dem Weg in eine tiefere Korrektur. Unten rein in den Bereich um die 24,70. Aber wie schon gesagt, momentan ist es da noch längst nicht so weit. Da ist noch keine Entscheidung gefallen. Das heißt, auch hier sind wir wieder sehr schön in einem Drehlevel verortet und jetzt kann sich jeder Trader selbst auch aussuchen, was er gerne traden möchte, ob er die Long-Seite mittelfristig nimmt oder aber eine mögliche Gegenbewegung traden möchte, beziehungsweise den Fortgang der aktuellen Bewegung. Beides ist jetzt möglich. Die Frage ist halt, sehen wir hier den Fortgang der Aufwärtsdynamik oder sehen wir hier den Abprall nach unten hin? Vom oben von dem Hoch bei 26, 28, das wäre dann Fortsetzung dieser Abwärtsdynamik und dann hätten wir die Unterseite da. Das ist das, was der Silbermarkt uns an dieser Stelle auch mit zeigt. Und damit kommen wir mal noch kurz zu den Aktienmärkten an sich. Ja? Und da würde ich gerne mal den DAX noch anschauen an dieser Stelle. Wie schon gesagt, weitere Fragen sehr, sehr gerne rein. Und im DAX ist eine, ja, das ist auch so ein bisschen Education jetzt an dieser Stelle, was wir hier haben, denn wir sprechen ja nicht für umsonst über diese wichtigen Werte, die wir hier drinnen in den Charts immer sehen. Und da sehen wir im DAX, der Ausbruch nach oben ist gelaufen. Wir hatten das besprochen, nicht umsonst schauen wir uns solche Seitwärtsranges an. Hier schön der Weg zur Seite und Freitag kam dann definitiv der Ausbruch oben rauf. Wir haben deutlich höhere Ziele jetzt in den Charts zu erwarten. Das heißt, als nächstes wäre mal, nachdem wir hier die Marke von 15.500 Punkten überschritten haben, psychologisch wichtig, die 15.600 Punkte Marke. Und für diejenigen, die das Ganze jetzt hier anschauen, auch auf Tagesbasis, also auf Intraday-Basis, wenn wir hier entsprechend die Trades oder die Handelsideen mitsuchen möchten für den DAX, da müssen wir uns ein bisschen an den kleineren Einheiten orientieren, denn wir haben hier ein ordentliches Ausbruchslevel hier oben, das Hoch dieser Kerze, die Begrenzung, die hatten wir liegen bei 15.326 Zählern im DAX. Das wäre jetzt das große, große Kauflevel. Da ist der Markt nach oben geschossen und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, da können wir in der Stunde nicht mal etwas sehen. Wir sehen hier in der Stunde diesen starken Schub zur Oberseite durch, hier oben ein kleines bisschen verharren. Da sehen wir aus charttechnischer Sicht hier so ein bisschen auch so ein kleines Dreieck. Das ist das, was für die kurzfristigen Trader auch immer wieder interessant sind, wenn wir hier solche Ausbrüche nach oben sehen, sind das häufig Korrektur, sag ich mal, Muster in den Charts, die uns die Stärke geben. Und aus jetziger Sicht, also wenn man mich zum Montagmorgen, Wochenstart fragt, was für mich jetzt die relevanten Marker sind, um eine kurzfristige Entscheidung zu treffen, dann habe ich ganz klar zwei auf der Uhr. Das wäre das erste, selbstverständlich hier oben, das Allzeithoch, wenn das gekauft wird, sozusagen, wo haben wir es hoch gehabt? Bei 15.511 Zählern, da oben drüber klassische Trendfortsetzung. Das wäre mal Nummer 1. Nummer 2, wenn wir uns den Chart mal anschauen wollen, wir haben hier unten in diesem Bereich um die Marke von grob 15.450 Zählern, haben wir einen Supportbereich hier unten drinnen. Ne? Hier unten, das kommt von hier drüben im Kleinstbereich. Das schauen wir uns gleich an. Wenn diese Marke abverkauft wird, dann sieht es aus, als würde der Markt nach unten gehen. Das heißt, aus jetziger Sicht, die Long-Phase, das bullische Szenario, da bräuchte ich eine Bestätigung, dass der Markt nach oben möchte. Und das sehe ich, wenn der Markt tatsächlich hier das kleine Zwischenhoch hier oben rausnimmt. Ich mache diese Linie mal kurz andersfarbig, weil das ist eine relevante Marke. Und das ist jetzt ein wichtiger Fakt. Sollte der Markt hier ein höheres Tief machen, zu dem hier, ist das das erste bullische Zeichen. Wenn dann der Markt hier über die Marke von 15.500 Punkten drüber strebt, ist das das zweite bullische Zeichen. Und wenn dann da oben der Deckel noch wegfliegt, dann ist das das dritte bullische Zeichen der Trendfortsetzung. Im Kurzfristbereich allerdings sollten wir hier jetzt nicht hier drüber laufen, nicht über die 15,5, sondern unten drunter diesen Supportbereich abverkaufen, dann haben wir erstmal die korrektive Phase. Also wir haben hier zwei sehr, sehr schöne Entscheidungslevel, die wir hier haben. Wir sehen es, wir haben es jetzt direkt 9 Uhr. Der Markt zappelt hier so ein bisschen hin und her. Vielleicht sehen wir da auch gleich eine kleine Entscheidung. Aber was jetzt natürlich wichtig ist für all diejenigen, die das Ganze Intraday traden, schaut euch mal die letzte Bewegung an. Die hat hier unten gestartet. Nicht hier,
Der letzte initiale starke Move kam von diesem Level hier unten. Der ist gestartet um die Marke hier unten. Wo haben wir das gehabt? Hier sind wir drüber geflogen. Wartet mal, ich ziehe es mal kurz durch. Hier die 15.285. Aber initial sind wir hier am Boden gestartet. An diesem kleinen Mini-Boden um die Marke von 15.200 Anfang der 60er. Da ging diese massive Bewegung los. Und wenn wir uns die mal im 5-Minuten-Chart anschauen, dann sehen wir jetzt hier, das ist hier die Gegenkorrektur zum starken Schub unten rein, ne? Das ist das eine. Und hier haben wir auch das, was wir im Tageschart sehen. Fliegen wir hier oben drüber, haben wir sofort wieder den Aufwärtstrend da. Ich skizziere es wie immer mit dem Zeichentool. Das heißt, was wir hier dann an dieser Stelle sehen, hier im Kleinstbereich. Wenn wir jetzt tatsächlich oben drüber gehen, haben wir hier steigende Tiefs, steigende Hochs und dann haben wir echt gute Karten oben natürlich durchzugehen und den Aufwärtstrend fortzusetzen. Das wäre ein heftiges Stärkezeichen zur Oberseite hin. Prallen wir allerdings ab, das heißt egal ob jetzt schon oder erst von hier oben, wenn wir hier unter die 15.450 Punkte Marke fallen, dann geht die Korrektur los und dann können wir uns im kurzfristigen Bereich, wenn wir hier jetzt starten, wenn wir erst bei 15.600 Punkten starten, ist das natürlich hinfällig, was ich jetzt erzähle, zumindest von der groben Planung her, aber die Unterseite, die wird dann interessant und da können wir uns schön an den markanten Zwischentiefs so ein bisschen orientieren und diese Marker, die sehen wir sehr, sehr schön im Verlauf der 5 Minuten und das sind die Punkte, die ich jetzt hier einfach mal anzeichne. Das heißt, ganz, ganz grob kann man sagen, man orientiert sich immer an den entsprechenden Swing-Lows hier, aber wir haben halt hier eine kleine Zwischenmarke noch mit grob um die Marke von 15.408 hier, wo der Markt sich abgehalten hat und dann hier im Zwischentief hier unten das Level um die 15.368 Zähler und dann haben wir schon wieder das Ausbruchslevel hier aus der Seitwärtskonsolidierung um die Marke von 15.326. Das ist das, was wir hier sehen. Und jetzt sehen wir gerade wunderbar. Ich freue mich, wenn wir morgens sowas auch immer mal schaffen, tatsächlich den Versuch hier über die 15.500 Punkte Marke raufzugehen. Das ist gut zu sehen. Und dann können wir hier jetzt nämlich ziemlich schnell auch in die Situation kommen, eine Entscheidung zu finden, wenn der Markt jetzt hier schon abverkauft, ist es eher die Schwächetendenz, kauft das hier aber, dann haben wir die Fortsetzung des Trends und das ist richtig, richtig bullisch an dieser Seite dann zu sehen. Also haben wir auch das miteinander besprochen und das ist das, was ich heute auf der Uhr mit hatte. Wir gucken nochmal ganz kurz auf den Ölpreis. Da sehen wir, der Ölpreis ist auf sehr, sehr hohem Niveau. Der ist oben reingelaufen in das alte Widerstandslevel hier oben um die 63, knapp 60. Er konsolidiert jetzt ziemlich hoch. Da ist es jetzt wirklich wichtig, Abverkauf oder nicht, kommt der Abverkauf, dann haben wir unten die Marken, da möchte ich heute gar nicht so tief eingehen, nur hier zu sagen, mal hinschauen Leute, wir haben hier wieder eine Konsolidierung an einem Widerstand, fliegt der Deckel hier nach oben weg, nächster Anlaufpunkt $66, ansonsten prallen wir hier ab, dann eher mal in den kleinen Zeiteinheitenbereich reinschauen hier, wenn es unter die Marke von 62,60 geht, ist erstmal der Weg nach unten hin hier zum Ausbruch aus dem Dreieck um die Marke von, naja, knapp unter der Marke von $60,90 erstmal wieder frei, weil die Dynamik war sehr, sehr hoch. Wir schauen, was kommt. Interessant ist das auf alle Fälle. Das sozusagen der Blick in die Charts zum Montagmorgen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wer es noch nicht getan hat, jetzt gleich auf das Like-Knöpfchen drücken. Das Ganze auch Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Die Seite von Tickmill oder auch den YouTube-Kanal gerne abonnieren. Da verpasst man nichts. An dieser Stelle planen Sie den Trade, traden Sie den Plan. Und bis morgen früh pünktlich um 8.30 Uhr mit der nächsten Marktbesprechung. Ich freue mich schon und sage danke für die Zeit. Tschüss, bis morgen.